Gute, hallo und herzlich willkommen zurück zu, wer hätte das gedacht, Total War Warhammer 1. Ja, vieles passiert. Ja, ich war ja ziemlich viel krank, beziehungsweise bin es immer noch so ein bisschen seit Mitte Dezember eigentlich mit kurzen Unterbrechungen bis jetzt. Heute ist der 3.3. Und allein deshalb war das so ein bisschen schwierig mit dem Aufnehmen. Ich habe aber parallel noch ein bisschen weitergespielt, nämlich, ganz schön viel. Ich habe, also jetzt nicht in diesem Spiel weitergespielt, ich habe ein eigenes angefangen. Ich habe mir auch dieses DLC Grim the Grave geholt, eine Runde damit gespielt. Ah, fand es so, lala. Ich habe Total War Warhammer 2 angefangen, gab es irgendwie im Angebot und da auch ein Spiel mit dem Imperium gemacht. Ganz andere Geschichte, schwieriger. Ja, ein paar Sachen gut, ein paar Sachen nicht so toll. Ja, kann man mal machen, welches jetzt besser ist. So ein bisschen schwierig zu beantworten. Im Moment sind wir ja auf jeden Fall hier beim ersten Teil unterwegs und ich habe mir das gerade nochmal so angeschaut, wie der Stand der Dinge ist und auch schon mal eine neue Runde begonnen und die nächste Runde, das ist die 86, beginnt mit einer erfolgreichen Aufgabe, Galmaras. Wir haben offensichtlich genug in unserer Schatzkammer gehabt, so dass wir die Modifizierung des Astrolabiums finanzieren konnten, was uns aber irgendwie einen Haufen Geld gekostet hat. Weiterhin gibt es einen Walk bei den Grünhäuten und die kennen keine Gnade und überhaupt, und das ist irgendwo hier. Die Zwerge sind ja so ein bisschen am Abnippeln, zumindest die Zwergenfraktion, die auch von dem offiziellen Zwergenkönig angeführt wird. Karsak, der Einäugige, der Sack, der ist hier hinten irgendwo und brennt die Bretonen nieder. Ungroll, Steinherz, keine Ahnung, das gehen wir mal so ein bisschen drüber. Nachdem die Gelder gesichert wurden, befiehlt der Imperator seinen Vertretern, die nötigen Rohmaterialien zu sichern, damit das Astrolabium entsprechend erweitert werden kann. Womit wir den nächsten Schritt in dieser großartigen Quest zur Verfügung haben, um dann auch mal irgendwann Galmaras zu bekommen. Die Modifizierung des magischen Astrolabiums sind abgeschlossen und die Zauberer des Himmelsorden berichten von ihren Erkenntnissen. Die Omen sind düster. Ein großer Ork-Warboss hat sich irgendwo südlich des Schwarzen Gebirges erhoben. Aufgrund seines fürchterlichen Rufs schlossen sich viele Grünhäutstämme seinem Warg an, der sich nun zur Hauptroute zwischen den Düsterlanden und dem Imperium aufmacht, dem Nachtfeuerpass. Oberste Priorität ist es, weitere Kriegsscharen der Orks daran zu hindern, sich dem Warg anzuschließen. Gleichzeitig werden Boten zu allen Verbündeten gesandt, damit sie sich der Gefahr stellen. Wir sollen Armeen oder Garnisonen, also Städte der Grünhäute, ja, besiegen, zerstören, kriegen auch ein bisschen Geld dafür. Und das ist immer ein bisschen eine schwierige Aufgabe, weil es passieren kann, dass es tatsächlich keine Grünhäute mehr gibt, wenn man sie bekommt. Das hatte ich schon und damit war das Quest an dieser Stelle eigentlich beendet. Ist unglücklich, wie ich finde. Man kann das so ein bisschen provozieren, wenn man bei Total War Warhammer 2 geht das immer. Da kann man auch in alle Regionen rein. Hier ist es ja limitiert. Wir könnten jetzt so eine Region hier gar nicht erobern. Mit Mods geht auch das. Aber bei Total Warhammer 2 könnte man die dann besetzen. Man könnte da dann eine Rebellion provozieren und hoffen, dass die Korruption oder so nicht hoch genug ist, so dass dann auch hier tatsächlich Orks spawnen. Und dann könnte man sie wieder bekämpfen. Also so ein bisschen durch die Hintertür sozusagen. Gut, wir haben hier Isabella von Karstein. Wieso ist die hier? Was hat die dabei? Eigentlich Crap nur. Wir haben hier aber eine Armee, das heißt, die können wir entsorgen. Das ist auch Karl Franz selber. Und die Isabelle, die hat auch nicht viel dabei, das heißt, die ziehen wir schon mal hier hin. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Hier sind wir ja so ein bisschen dabei zu rekrutieren für diese Armee. Da fehlen dann noch vier Einheiten. Und die werden wir nächste Runde haben. Die zwei Kavallerieeinheiten hier oben, die Kanonen hier unten. 2 mal 2 sind 4. Das heißt, da haben wir dann eine neue Armee einsatzbereit. So, das hier ist auch ein Problem, weil die sich potenziell
Na, sehr wahrscheinlich sogar Gorsel schnappen werden und wir können nicht wirklich was dagegen tun. Das heißt, das wird wahrscheinlich erstmal feinsäuberlich niedergebrannt und zerstört werden. Da gibt es auch keine große Garnison. Es gibt eine Mauer, ja, aber das ist denen ja eigentlich auch irgendwie egal. Wir können natürlich mit der Armee hier hinterherziehen. Wir haben auch noch Absolut. so eine Trümmer-Chaos-Einheit. Das ist natürlich auch sehr, sehr nervig, weil man ja leider immer ganze Armeen abstellen muss, um die zu verfolgen. Das ist ein bisschen schwierig. Gut sind die Hexenjäger, weil die verlangsamen können. Den ziehen wir auch gleich mal hier rüber. Hier haben wir noch einen. Der kann mal probieren, ob er den loswerden. 62 Chance. Kritischer Erfolg, ausgezeichnet. Der ist also tot. Gibt auch einen Zöllner dazu. Den würde ich nicht so unbedingt bei ihm sehen, sondern irgendwo anders. Jetzt müssen wir mal schauen. Auch dieses System hat sich völlig geändert im zweiten Teil. Nicht unbedingt konsequent zum Besseren, wie ich finde. Vom Volk mal gesegnet ist nicht schlecht, weil es die Chaos- und Vampirkorruption senkt. Da wird noch ein bisschen was kommen. Auch das hier, Leibwächter, Erfolgschancen. Das bringt uns gar nicht so viel. Ich muss mir das jetzt tatsächlich auch mal wieder kurz angucken, weil es, wie gesagt, beim zweiten Teil, den ich zuletzt gespielt habe, gänzlich anders ist. Ja, nehmen wir erstmal vom Volk mal gesegnet. Wie sieht es hier mit Begleitern aus? Was haben wir drin? Wundheilzeit, mehr Sicht, Reduktion der Korruption und öffentliche Ordnung. Was hätten wir da noch verfügbar? Eigentlich irgendwie gar nichts. Ja, das fasst das ganz gut zusammen. Damit wäre das auch schon abgeschlossen. Wir können. Hier sind ja eh nur Zwerge, was sehr gut ist, aber wir können ihn vielleicht auch mal so in diese Richtung schicken. Wie sieht es denn hier mit Korruption? Ja, wobei das wäre halt auch eine Sache, dass man ihn hier stehen lässt und dass er die Korruption ein bisschen drückt. Das ist auf jeden Fall ein Thema hier in der Ecke. Was habe ich denn mit ihm vorgehabt? Das kann ich euch wirklich auch nicht so ganz sagen. Das ist so eine übernommene Armee. Schade ein bisschen, dass wir den Boris Wüterich nicht bekommen haben. Wobei, auch das ist witzige Geschichte. Ich hatte ihn in einer von den. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es jetzt beim ersten oder beim zweiten Teil bei einer von den Kampagnen war, die ich gespielt habe. Also Boris Wüterich, ja, der Kurfürst vom Binnenland, ein legendärer Held. Kann dementsprechend nicht sterben, was sehr praktisch ist. Und ja, ich habe ihn bekommen und dann ist er doch gestorben und ist dann nicht mehr wiedergekommen. Also da gab es offensichtlich irgendeinen Bug, denn er stand drin in der Liste an den Generälen, die man zur Verfügung hat. Und ich konnte ihn einfach nicht mehr auswählen. Es ging nicht. Auch nachdem seine Wundheilzeit abgeschlossen war. Also insgesamt ein pures Vergnügen. Die Frage wäre jetzt folgende. Was wäre, wenn ich das nochmal abbreche, die nach hier oben ziehe? Wir wissen jetzt auch leider nicht genau, was hier drin ist. Vielleicht finden wir das raus. Was ist denn hier? Ist hier was im Bau überhaupt? Ja, eigentlich nur das, aber das haben wir schon bezahlt. Könnten wir zumindest mal gucken, was hier eigentlich drin ist. Wir sehen jetzt einen Riesen. Wir sehen die Hautwölfe. Ist wieder so ein Zwiespalt, ne? Gucken wir mal, ob wir gucken können. So, also das sind alles nur so Elite-Einheiten, Geschichten, Manticore, unangenehme Sachen. Mehr sehen wir auch nicht. Ja, du kannst dich auf jeden Fall mal. So dicht wie möglich ranbewegen, einfach. Genau, da hatten wir gesagt, die sind dann fertig. Was ich mit denen mache, muss ich nochmal schauen. Ja, Orks hätten wir, also könnten wir angreifen. Aber das sind, glaube ich, sehr viele Orks. Auch wenn wir hier mal hochgehen. Gesinnung, Besitz, auch das ist etwas anders im zweiten Teil. Hier haben wir also Ork. Das sind, ja, so ein bisschen Zwerge noch. Das heißt, wir machen uns da halt einfach auch keine Freunde, wenn wir uns mit denen befassen. Das ist Istelia, das ist alles, was übrig ist. Ruinen, das ist durch die Tiermenschen.
witzigerweise hier unten auch eine Runde Bretonien. Die kriegen es halt immer nicht hin, die Typen hier platt zu machen. Das ist auf jeden Fall ein Thema für die. Ja. Gehen wir mal die Streitkräfte so weit. Klar, wo stehst du? Ja, du bist hier wegen der Quest und dann auch, weil wir hier noch ein bisschen was bauen wollten. Ja, dann hier bitte erstmal ausbauen und mir sogar zu überlegen, ob man hier sowas in Richtung Großfarm macht, wegen der Verstärkungsrate auch, weil das ist schon eine Ecke, wo dann auch gekämpft werden würde. Und Wachstum auch, also ich würde mal sagen, das machen wir sogar erstmal. Im Moment geht ja hier eh alles auf Wachstum. Und durchaus auch die Herberge. Gehen wir es mal von oben nach unten durch. Das können wir auf jeden Fall auch bauen. Ach so, ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir hier diese Chaos-Korruption. Naja, das ist halt, weil die Armeen hier rumlaufen, deshalb haben wir da so viel Korruption. Aber da müssten wir sparen. Da müssten wir sparen und das nicht wenig. Wie sieht es in Mittelland aus? Ja, und hier oben. Ich würde auf jeden Fall gerne die das Hafen ausbauen, in der Hoffnung, weil hier wird schon die nächste Armee ausgehoben. Das ist ultra nervig. Dann sind wir die Kohle auch schon fast los. Wir können auch nochmal gucken. Wir haben ja so diverse Freunde auch. Wie geht's denn den Bretonen? Kann ich denen irgendwie... Ich befürchte halt, dass die mit den Tiermenschen hier ein Problem bekommen. Von daher ist es vielleicht ein bisschen schwer, denen was abzunehmen. Aber wir könnten hier diesen Nasenbären mal sagen, dass sie einfach mal hier irgendwas abbrennen sollen. Mach das mal. Ja, die sind halt alle leider ein bisschen beschäftigt. Das ist nicht so ganz einfach. Das scheint auch alles zu sein, was von Karstein noch übrig ist. Das ist gut. Ich hatte vorhin schon mal geguckt, wir können da leider auch sonst nicht mehr viel machen, was die Diplomatie angeht. Ja, Erlasse war ich schon mal durchgegangen, so im Groben. Wir können noch mal gerade auch bei den Quests gucken. Wie können wir hier noch was investieren? Das ist jetzt Motland, ne? Ja. Oder haben wir auch einen Rang? Ja, den hatte ich auch schon ausgegeben. Was ist hier? Achso, das ist nur die Begleitung. Aber ich könnte mal gucken. Vielleicht bei ihm zum Beispiel. Ob wir hier nicht den Zöllner reinstecken. Das geht aber wieder nicht. Schade. Geht's vielleicht bei ihm? Weil das sind halt so Einheiten, die stehen ja immer nur rum. Das ist eigentlich sogar ganz schön. Held angreifen, Attentat. Verlangsamen können wir hier leider nicht. Was hatten wir hier drin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für eine Armee. Okay. It is time. Ja, dann kloppen wir mal die Vampire weg. Sicherheitshalber nochmal speichern. Die haben hier, die sind natürlich ein bisschen gefährlich. Wahrgeist, Skelettkrieger irrelevant, Zombie noch irrelevant, Isabella potenziell gefährlich, aber verwundet und auch keine Fähigkeitspunkte. Das heißt also, das sollte machbar sein. Gänzlich anders übrigens auch beim zweiten Teil die Armeezusammenstellung, weil dieses sich durch die Schlachten durchklicken mit Schwertkämpfern, mit Schild, funktioniert da überhaupt nicht. Also man muss wirklich hochtecken. Man sieht da also, dass einfach diese Auto-Resolve, dieses Auswürfeln von Schlachten, diese Mechanik doch geändert wurde, dass die Einheiten anders gewichtet, anders bewertet sind und man kommt nicht drum rum, wirklich die Schlachten selber auszutragen, was ja potenziell auch nicht so schlecht ist, sage ich mal.
Wenn euch das übrigens interessiert, Leute, die das wirklich können, ich glaube, ich hatte es so bei einer der ersten Folgen schon mal erwähnt, dann vielleicht mal Exploding Hamster anschauen, im deutschen Sprachraum, der ja scheint also auch viele Online-Schlachten einfach zu schlagen. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man gegen den Mensch spielt, dann ist der Leistungsdruck am größten und dann versteht man auch irgendwann, wie es funktioniert. Und natürlich, ja, Legends of Total War. Ein Aussie, also Australier, aber der kann das halt auch ganz gut. Ja, vom Prinzip her wäre es nicht so schlecht, wenn wir uns irgendwie hier hinstellen könnten. So, ich hoffe, man hört den Lüfter nicht so. Der dreht ganz gut hoch bei mir immer. Ja, hier, ihr könnt euch fast irgendwie hier hinstellen. Und wichtig ist, dass wir den Plänkel-Modus dann anhaben. Hier so ein bisschen als Reserve. Du kannst fliegen, das ist gut. Man muss irgendwie so. Ja, schieße mal dahin. Ihr, genau, ihr greift hier an. Du kannst fast einfach reinsegeln und dich auf die Isabel stürzen. Isabella. Genau. Nicht, dass wir hier was Falsches sagen. Okay. Was haben wir denn hier dabei? Heiltrank, ja. Und sammeln also Fähigkeiten hauptsächlich. Führerschaft brauchen wir da nicht unbedingt. Das ist also auch ganz gut hier, weil dann bolzen einfach unsere Artilleristen da rein und dann passt das schon. Gut, jetzt ist er hier natürlich vorbeigesegelt, weil er ein Pisser ist. Hätte ich mir denken können sollen und müssen, habe ich nicht gemacht, bin ich jetzt auf die Fresse. Wäre nett, wenn ihr euch da ein bisschen zurückziehen würdet. Und ihr könntet mal im zweiten Gang euch durch die Lande bewegen. So, das sind jetzt natürlich Verluste, die absolut unnötig sind. Also so wirklich komplett unnötig. Schaut mal, wie das. Also, ja, schlecht. Schlecht gemacht. Kann man, denke ich, so stehen lassen. So, und sie heilt sich jetzt leider hoch. Also, sie hat auch irgendwas dabei. Das Schöne ist halt, dass die recht groß sind. Das heißt, wir können die auch gut kaputt schießen. Dann könnt ihr vielleicht auch schon direkt in diese Richtung ziehen. Ja, jetzt macht den tot. Also jetzt fällt schon, das ist gut. Viel zu viele Verluste auf jeden Fall. Ja. Ja, möglicherweise bin ich da auch nicht so ganz der Profi. Was dem geneigten Zuschauer wohl schon aufgefallen ist. So. Dann können wir jetzt hier mal. Oh shit, das wollte ich nicht. Bitte die Artillerie hier besetzen. Aber was ich wollte, war, dass ihr nicht mehr schießt. So, und da ist sie auch schon tot. Entscheidender Sieg mit viel zu vielen 45 Verlusten. Aber dafür sollten wir jetzt wenigstens die Fraktion los sein. Das Schöne ist, dass der Franzer jetzt schon da ist. Wir können uns jetzt überlegen, nochmal kurz heilen. Und dann so ein bisschen was für Galmaras tun. Ja, 32. Oh Gott. Das heißt, die haben angeblich überhaupt keine. Sehr skurril. Gut, ja, Verlust ist wie immer eigentlich das, was wir machen. Also Verlustverstärkungsrate. Jetzt
hat er das überlebt? Das ist doch lächerlich. Jetzt komme ich nicht mehr hin. Ah. Vor allem, da war wirklich nichts mehr übrig, ne? Also, das ist so ärgerlich jetzt. Und dafür habe ich eigentlich auch überhaupt keine Zeit und Buße. Der soll einfach sterben und dann ist gut. Aber nein, geht natürlich nicht gut. Ach ja, Punkte kann man natürlich auch mehr verteilen beim Total War Warhammer 2. Hier sind es deutlich weniger. Da müssen wir nochmal gucken. Geschwindigkeit und Vitalität. Da haben wir auch gar nicht mehr so viele übrig. Wie ist es denn hier? Was könnten wir kriegen? Aura-Größe. Wiehandkämpfer wäre nicht so schlecht. Artillerie mit Munition. Der Dampfpanzer. Aber hier unten werden wir wahrscheinlich nichts machen. Ja, gehen wir mal auf die Klinge. Immerhin werden wir hier ganz gut wieder aufgefüllt. Ja, dann war es das eigentlich auch schon fast wieder für diese Runde. Ja, hier haben wir jetzt natürlich auch noch die ganzen Grünhäute. Hey, wir könnten auch probieren, mit der Armee ihn abzufangen. Oh Gott, ja, ihr seht, was da los ist. Diese zwei Tiermenschenarmeen, das ist für die Bretonen ein echtes Thema. Ja, und da kommt schon die nächste Norska-Armee, total nervig. Aber vielleicht reiten die ja da hoch und kümmern sich ein bisschen darum. Mal schauen. So, militärisches Bündnis hättest du gerne. Kriegsherren des Chaos, Chaoskrieger, Norska und mit Winterzahn. Bist du im Krieg mit den Bretonen? Kein Clinch. Kriegen wir ein bisschen Geld dafür? Jeder Groschen hilft. Oh. Jetzt geht er nach oben. Ja, weil da schon die nächste Armee ist. So, das ist uns egal. Rothörnerstamm vernichtet ist gut. Wer ist er? Da haben wir einen Tech fertig. Schauen wir uns gleich an. Plündern. Selbstverständlich. Aber was haben wir denn da drin? Das sind Tiermenschen. Das muss er hier abfangen. Das kann er dann auch. Da kommt schon die nächste Welle. Ja, da kommt die nächste Chaoswelle. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen von den Hexenjägern hier oben, um all die Armeen zu verlangsamen und so ein bisschen auch vielleicht mal sowas hier zu töten, weil das ist hier einfach nicht darstellbar. Dann müssen wir das eigentlich bauen, wegen der Korruption auch. Hier können wir ja versuchen, dass wir ihn einfach mit der Armee töten. Und dann gehst du in den Gewaltmarsch und läufst nach hier oben. Ich überlege gerade wirklich, ob ich den noch behalte oder ob ich den lieber auflösen sollte. Es wird auch nicht weniger hier mit der Korruption, ne? Er hat doch so ganz, ganz minimal. Boah. Das finde ich nicht gut. Gut, das heißt, ihn brauchen wir hier nicht mehr. Wir könnten jetzt wirklich dann versuchen, was in Richtung Galmaras zu machen. Vielleicht streben wir das einfach mal so ein bisschen an. Und ja, hier wäre es halt sinnvoll, das wirtschaftlich so ein bisschen aufzubauen. Hier oben, ja, Burg Rauken wird wieder draufgehen. Das ist klar, das können wir auch nicht verhindern. Hier könnten wir es halten.
17% schon. Ach, zu wenig. Das kriegen wir nicht hin. Der kann gar nichts. Oder ist gerade in seinem... läuft nicht so gut Modus. Können wir hier schon mal gucken, was da noch alles so kommt. Archaon kommt da. Ja, da brauchen wir irgendwie schon noch ein bisschen was. Wie sind denn unsere Armeen im Moment so? Wo bist du? Du bist hier. Das Problem ist, ich kann... hier nicht komplett ohne eine Armee auskommen. Wir kriegen da noch eine zweite rein. Können wir dich umleiten, dass du mal guckst, ob du es mit dem aufnehmen kannst? Keine Ahnung, ob du das hinbekommst, aber vielleicht klappt es ja. Boah, das ist überhaupt nicht geeignet, um sich mit dem hier anzulegen. Das kann man fast nur auto-resolven. Das ist immer ein bisschen schwierig. Gut, jetzt habe ich aber einen, der da hochgeht, einen Hexenjäger. Dann könnte ich den anderen ja doch fast hier unten lassen. Ja, ich hoffe halt, dass wir hier so ein bisschen auch in den Ruhemodus... Wie ist denn das hier? Korruption ist einfach ein großes Problem, ne? Dann können wir ja hier den bauen, dann würde das ein bisschen runtergehen. Hier würden wir dazu bekommen 300 und hier weniger. Also bitte einmal das. So, die Forschung... Das haben wir schon alles durch. Rüstung für Bierhandkämpfer. Frage landen Sperreinheiten für die Pistoliere. Geschossschaden. Das ist aber nur für Einheiten. Also jetzt nicht für die Armbrustschützen. Plus 1 Belagerungszeit. Führerschaftsbonus. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Geschwindigkeit könnte man auf jeden Fall machen. Oh, das ist auch cool. Dunkle Kulte ausmerzen. Machen wir das vielleicht erstmal, weil dann geht die Korruption ein bisschen runter. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Smotland. Brauchen wir da unbedingt eine Mauer? Was gibt es denn hier sonst noch? Wir haben ja leider gar nicht so viele Gebäude, die wir hier hinstellen können eigentlich. Es bräuchte mehr Wirtschaftsgebäude. Da ist Gorsel tatsächlich nochmal mit dem Leben davon gekommen. Ja, den Rest vom Geld würde ich vielleicht eher nochmal behalten. Und dann können wir nochmal schauen, dass wir ihn umbringen. Da müssten wir dann auch selber kämpfen. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir ihn tatsächlich dran kriegen. Viel HP hat er ja nicht mehr. Vielleicht würde es auch wieder so eine Aktion, wo man ihn einfach nicht tot bekommt. Das kann durchaus passieren. Aber in der Schlacht bei der uralten Drachenhöhle, ja, da haben wir zumindest mal eine Chance, dass wir den Sigwald, den prachtvollen, der gar nicht mal so prachtvoll aussieht, wie ich finde, dann auch mal endgültig töten. Kommt natürlich sofort wieder, ganz klar. Chaos-Invasion, nächste Welle rollt ja schon. Aber zumindest auch für die Korruption wäre das, denke ich mal, ganz gut. So. Ja, Heldenhammer, alles klar. Take the ground! No lingering! Quick march! Sir! Ihr könnt eigentlich langsam reiten. Du bist zu Fuß unterwegs, das heißt, es wird eh dauern, bis der da ist. Wahrscheinlich kann der Sigi den sogar noch umlegen, wie ich den kenne. Sehr müde, das ist gut, weil er im Gewaltmarsch war. Ne. Ach. Ist halt auch ein legendärer Charakter und Held und hast du nicht gesehen, klar. Von daher gesehen immer ganz gut aufgestellt. Ich hätte halt gerne, dass einer so ein bisschen auch hier in den Rücken reinreitet. Das ist eigentlich nie verkehrt. Oh, der kriegt den aber schon, ne, oder? Witzig. Ja, also viel ist nicht mehr übrig, das sollte machbar sein. Sehr müde, hohe Bedrohung. Yes!
ziehen wir sie raus, damit wir den Charge-Bonus bekommen. Ah, er ist schon auf der Flucht. Das heißt, jetzt müssen wir ihn verfolgen und hoffen, dass wir ihn töten können. Scheint so gewesen zu sein. Verluste 1, verbleiben 0, sollte tot sein. Ist natürlich nie so ganz hundertprozentig zu sagen. Wir haben es eben schon bei den Skeletten gesehen, völliger Schwachsinn, aber ja. Zumal auch erkennbar war, dass sie ja tot war. Gut. Auch gut für ihn, weil dann bekommt er hier natürlich noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Oh, der ist ja auch komplett auf Kämpfer ausgelegt, sag ich mal. Greif kann er ab 17 bekommen, das ist noch ein weiter Weg. Ja, das ist offensichtlich ein übernommener, weil das hätte ich niemals so gemacht. Ja, dann machen wir das noch voll. Und dann bewegen wir uns hier nach unten. Was ist denn das hier für eine Schlacht? Das ist für... Das können wir nicht machen mit der Armee, die wir haben. Da müssen wir umbauen. Aber kräftig. Ist halt eh die Frage, ob man jetzt hier dann nochmal an der einen oder anderen Stelle die Armeen ändert. Aber, von der Zusammenstellung her, das ist ein Thema für die nächste Folge. Denn jetzt ist erstmal Feierabend. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Der Kommentar ist auch immer gerne gesehen. Und ich hoffe, von der Lautstärke her hat es jetzt ein bisschen besser gepasst. Okay, alles Gute. Ciao, ciao.